Sieht das nicht bedrohlich aus, Freunde? Willkommen zurück bei The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Wir befinden uns hier. Ach, guck, hier sind wir. Hier sind wir, na gut. Ich weiß jetzt nicht, wie kommen wir am besten durch dieses Labyrinth. Ich benutze immer noch das Video Gamepad. Jetzt geht es doch. Im letzten Part ging das nicht. Da habe ich das doch gemacht. Oh, man muss da. Ach so, man muss weit oben ab. Damit anfangen. Nun gut. Es ist sogar in einer gewissen Art und Weise sinnvoll. So. So, so. Ist jetzt hier noch so ein Ding? Ich glaube schon. Die gute Frage ist natürlich, was bringt uns das gerade? So spontan. Denn darüber kommen ist trotzdem ein bisschen schwierig, ne? 'Hund, halt dein Maul. Nicht übrigens unserer. Unserer wäre besser erzogen. Kann dieses Vieh vielleicht kommen? Vielleicht kann mir das helfen. Hallo. Voll runtergefallen. Okay, was das jetzt hier verlangt? Was wollen die Entwickler von uns? Karte. Willkommen, da drüben ist eine Tür. Wir kommen eigentlich da gar nicht so hin. Gibt es hier einen geheimen Weg, den ich nicht sehe? Okay, hier ist aber auch nichts. Nun gut. Dann habe ich offiziell keinen Plan. Es sei denn, ich guck mir das mal an, was der macht. Aber eigentlich weiß ich nicht. Da habe ich jetzt keine Ahnung, was wir tun sollen. Das weiß ich jetzt nicht. Und wir sollten jetzt eventuell da hoch auf diese Blume gehen. Das haben wir zwar. Wobei, nee, müssen wir gar nicht. Müssen wir doch gar nicht. Freunde, wir machen einfach so. So. So, so. Na gut, dann sollten wir vielleicht näher rangehen. Zack. Zack, zack. Zack, zack. Warum wurde das jetzt nicht gezählt? Zack. Zack. Och, leck mich. Dann halt den langen Weg. Na gut. Na gut. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja Zeit. Das ist ein Zelda-Spiel. Das muss man ein bisschen einplanen, dass das ein bisschen lange braucht. So. Fab, 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 zu. Lecker. Wow. Okay, was bringt das? Hä? Was war das? Ach so, da können wir dann wieder hoch. Will ich aber gar nicht. Muss ich ja zugeben, will ich nicht. Ich möchte durch die Tür. Und Abenteuer erleben. Oh ja, hier sind viele Kisten. Da es aber keine Herzteile gibt. So, glaube ich, oder? Das wurde mir auch schon in die Kommentare geschrieben. Ich habe es leider vergessen.
da es keine Kommentare gibt, da es keine Herzteile gibt, sind mir die Truhen eigentlich relativ egal. Weil ich habe ja nicht gesagt, dass ich 100% irgendwas hier machen will. Ach Gott. Nein, er kommt nicht hoch. So was ist typisch. Mann! Ach, fuck you, ey. Weißt du was, wir räumen da einfach ein bisschen auf. Pass mal auf. Wir räumen da einfach auf. Ach, oder so. Ih, was ist das? Diese Arme aus Ocarina of Time. Sie sind zurück. Oh mein Gott, sie sind zurück. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Diese Horrorarme. Na dann, super. Flop. Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Jetzt kommen wir doch gar nicht mehr rüber. Idiot. Hoffentlich kommt das wieder. Okay, wir können da... Können wir da so rüber fliegen? Geht doch mit einem normalen Sprung eigentlich, ne? Egal. Was haben wir denn hier Schönes? Ein gelben Rubin. Na gut. Ist nicht so das Krasseste, was es gibt. Bevor wir damit wegfahren mit diesem Teil, ich vorschlage, gucken wir uns ein bisschen genauer um. Kann der Bumerang wieder Dinge zu uns holen? Hä? Hat er was auf uns geschossen? Was ist das denn für ein Spinner? Was willst denn du? Penner. Okay, also mit der Bombe, wir kommen da soweit nicht, ne? Sieht cool aus, aber nein. Ach, ich bin doch dumm. Ich bin doch dumm. Ich sehe es. Link. Ich finde seltsam, dass man so eine Wasserding, Wasseranzeige hat in einem Spiel, bei dem man sich zum großen Teil auch auf dem Ozean befindet. Heißt das dann praktisch, dass Link nicht so lange schwimmen kann oder wie? Wie muss ich das verstehen? Oh oh. Ich dachte schon, das explodiert jetzt. Ups. Nein! Komm schon. Und... Hep. Sehr gut. Denn da befindet sich eine Truhe drin. Die Frage ist jetzt, wo? Diese Frage sollten wir uns alle erstmal stellen. Hi. Du gehst weg. Du gehst mal sofort weg. Genau wie du. Euch habe ich nämlich leider gar keinen Bock mehr. So. Ihr habt mich schon im letzten Part, ne, nicht im letzten Part, im Part, wo ich den Dungeon betreten habe, übelst genervt, weil ihr mich immer runtergeschubst habt. Dann habe ich auch ein bisschen geraged. Na, das lag aber nicht nur an den Viechern, sondern halt auch daran, dass ich generell ein bisschen pissig war, weil der Part ja nicht richtig aufgenommen wurde. Ich hoffe, ich bringe diese Capture Card um, wenn diese Parts jetzt immer noch solche Probleme haben. Werde ich aggressiv. Echt, ich werd aggressiv. Toll. Super. Mein Herr. Du Idiot. Das war doch so klar. Hi. Ihr macht mal bitte einen Abgang, okay? Lässt sich das mit euch vereinbaren? Nein? Dann töte ich euch alle weg. Ihr habt keine Chance. Verpiss dich von da oben, Mann. Erik ist am Start. Fick. Ich darf solche Wörter nicht benutzen. Die sind böse. Oh, dieser eine Typ da.
Alles klar. Alter, was? Ultra epic. Dieser Bumerang ist ja mal ultra geil. Und tschüss. Da kommt doch bestimmt so eine Blume raus. Ja, war klar. So. Wohin des Wegs? Da hoch. Okay, da hoch. Immer schön gucken, ob das Blatt auch ausgerüstet ist. Ansonsten wird das, glaube ich, ein kurzer Spaß. Okay, sollen wir da rein? Ich spast. Jetzt habe ich doch schon gesehen. Link ducken? Welche Taste war das nochmal? War! Achso, war richtig. Musst du das Schwert wegstecken? Ich bin so dumm. Ja, Freunde blind, ne? Das ist immer so. So was würde mir jetzt nicht passieren, wenn ich wüsste, wie das Spiel funktioniert. Ich dachte mir halt so, okay, warum soll ich denn jetzt extra so eine scheiß Seilbahn oder so da holen? Wenn ich einfach so da reinspringen kann. Ja, eventuell, weil da noch alles geschlossen ist. Wupp. Und hep. Das klang. Wow. Einfach in die Animation gerutscht. Ich hoffe, hier ist was Cooles drin. Jetzt die Karte. Habe ich nicht schon den Masterschlüssel? Gute Frage eigentlich. Ich glaube schon, oder? Nee, das war nicht der Masterschlüssel, das war das Dungeon-Item, was ich da bekommen habe. Okay. Interesting. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee, in diesem Raum erstmal nicht. Weil wir. Nee, wir müssen jetzt erstmal wieder rausfinden. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Und jetzt gehen wir mal in die andere Richtung. Verdammt, es ist wieder respawned, das Ding. Duck, 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 duck. Schnell hoch. Und dann. Und jetzt können wir wieder Party machen. Geil. Was willst du denn, ja? Was willst du? Spast. Das ist keine Daseinsberechtigung. Du Kacke, das sah auch irgendwie cool aus. Dreh mich mal so um. Hier voll mystisch. Können wir das Feuer ausmachen? Wäre ultra realistisch, aber wow. Den von Knall, ja? Geil. Rubies. Die wir gar nicht aufsammeln können. Egal. Ich finde die Idee von diesen Kugeln ja irgendwie cool. Die hat noch irgendeinen Namen. Ein Orb ist das, glaube ich, ne? Scheiß Hände. Oh, oh. Ist das ein Grafikfehler? Okay, hier ist bestimmt irgendwo eine Reihenfolge versteckt. Da ist nämlich der Masterschlüssel. Okay. Hier ist mit Sicherheit irgendwie gekennzeichnet, in welcher Reihenfolge man das machen muss. Andererseits würde ich sagen, das ist so dahin und dann zeigt der Pfeil nach dort. Deswegen schätze ich mal, es muss so rum gemacht werden. Warum ist mein Sound wieder weg?
Warum ist mein Sound wieder weg? Okay, WTF, meine Capture-Karte sozusagen abgeschüttet, das Programm, was dafür sorgt, dass die aufnimmt. So, was ist jetzt gerade geschehen? Ist hier irgendwas passiert? Hat es irgendwas gebracht, was sie getan haben? Toll, danke. Vielen Dank. Anscheinend ist schon, wenn alles so angemalt ist, ne? Ach ja, gut, jetzt können wir hier unten ran. Ist ja sehr praktisch. Okay, ich weiß nicht genau, was das war, warum es geschehen ist, aber immer. Ich dachte erst, die Aufnahmen wären alle weg. Aber nein. Oh shit. Scheiß Vögel. Juckt die nicht? Hä? Er hat seinen Gegner getötet, seinen Kumpel getötet. Ist er dumm? Boah. Kleiner Penner. Und jetzt voll verwirren. Hallo, wie seht ihr doch an? Jetzt rennt er einfach weg. Und... Bums! Alter, haut der rein. Hä? Wieso ist der so übel stark und hat seinen Kumpel getötet? Warum? Ist er dumm? Oha, irgend so ein Amulett. Was für ein Knall. So. Mir reicht's mit dir. Wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir da hoch? Das ist jetzt so die Frage, die ich mir stelle. Oh fuck. Ich weiß wirklich nicht, was es ist, aber Wind Waker ist einfach das größte Problemprojekt. Irgendwas ist mit diesem Spiel, dass diese Capture Card da keinen Bock drauf hat, so aufzunehmen. Wie komme ich denn da hoch? Ach so. Dummheit. So. Ja, super Gyrosensor funktioniert auf jeden Fall. Jetzt erstmal gegen den Tisch klatsche mein Gamepad. So. Gut. Jetzt muss ich gucken, ob ich den Part richtig synchronisiert kriege, weil am Ende des Parts mache ich immer so einen Countdown, um dann das zu synchronisieren, die Audiospur und so. Und da das jetzt verloren gegangen ist, weiß ich nicht. Beziehungsweise da ich das jetzt nicht gemacht habe, weil ich halt dachte, die Datei ist weg, hoffe ich, dass er trotzdem nicht zu asynchron war jetzt. Tschüss. Okay, was, wohin jetzt? Ach so, jetzt haben wir den Master Key. Ach so. Okay, das bedeutet praktisch für uns. Oh. Dass wir ein bisschen dumm sind. Dass wir uns noch jetzt schnell auf dem Weg zum Bossraum machen. Und dann im nächsten Part den Dungeon abschließen. Ach so, natürlich hört es genau dann auf. Klaro, logisch. Und Feuer. Los. Boom. Und jetzt hoch. Wohin? Dahin? Wo ist denn der Bossraum? Ach, das ist direkt hier hinter. Ach so, das kommt mir sehr gelegen. Wenn ich jetzt noch hier 50 Meter durch den Dungeon hätte laufen müssen, nee, hätte ich keinen Bock. Dann hätten wir das im nächsten Part gemacht. Aber so kommen wir, glaube ich, noch bis zum Bossraum. Wow. Geht's euch gut? Was? Das war's? Warum? Was soll sowas? Nur damit er deine Kiste spawnen kann?
Was ist da drin? Ein Glücksamulett. Okay. Ich würde jetzt gerne noch ein Herz haben. Wir brauchen echt mal ein bisschen mehr Herzteile und so. Sonst kommen wir hier nicht auf den grünen Zweig. Hallo? Wie viele Räume habe ich denn noch bis zur... Ach so, da ist noch ein Raum. Ach so. Ah ja. Und hier ist dann bestimmt einiges... Wow. Ah. So herzmäßig ist da bestimmt auch einiges drin. Los. Warum lebt er noch? Könnt ihr bitte mal ein Herz droppen? So ein Gelee ist ja super, aber... Naja. Oh nein. Danke. Eins noch? Oder nehme ich halt eine Fee? Wie komme ich da jetzt hin da? Gut, okay. Schön. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir machen dann den Boss und danke fürs Ansehen. Und sorry, falls der Part asynchron war am Anfang. Tja, wenn meine Catchtracker einfach abstürzt. Beziehungsweise das Programm. Naja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Und ciao.